So, einen ganz wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier in der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich freue mich sehr, dass so viele von Ihnen an diesem schönen Sommerabend hierher gefunden haben. Ich weiß aber, es liegt nicht an uns, an der Heinrich-Böll-Stiftung, sondern es liegt an unseren Gästen und die mit Ihnen zusammen diese für viele von uns völlig überraschenden und sehr erstaunlichen Ereignisse in Armenien im April und Mai dieses Jahres zustande gebracht haben. Ich freue mich umso mehr, dass ich weiß, dass durch unglückliche Umstände unsere Kollegen von der Friedrich-Ebert-Stiftung zeitgleich zu unserer Veranstaltung auch eine Veranstaltung organisiert haben mit drei armenischen Gästen. Ich wünsche ganz neidlos auch der anderen Veranstaltung genauso viel Gäste. Es gibt ja sonst nicht zu viel Informationen über Armenien in Berlin und in Deutschland. Ganz herzlich willkommen. Ich begrüße auch diejenigen, die uns über die Live-Schaltung im Internet zuschauen. Wir haben die Erfahrung gemacht und deswegen haben wir das auch diesmal so organisiert, dass gerade im Südkaukasus es viele Leute gibt, die sehr neugierig sind darüber, was über ihre Länder in Deutschland und im Westen berichtet wird. Von daher freue ich mich und ich rechne damit, dass es auch in Armenien die einen oder anderen gibt, die dieser Veranstaltung Folge leisten. Und sie können das nur tun, weil wir nach einiger Suche, weil das für uns auch nicht so üblich ist, zwei Übersetzer gefunden haben, Frau Pogosyan und Herrn Heimann, die ich ganz herzlich begrüße und die nicht leichte Aufgabe haben werden, unser Gespräch simultan zu übersetzen. Sie beide geben mir bitte immer ein Zeichen, wenn es zu schnell wird, zu anstrengend. Wir wollen, dass alles, was hier gesagt wird, heute Abend für alle möglichst verständlich bleibt. So. Ja, im April und Mai ist etwas passiert in Armenien. Ich habe heute ein Geschenk bekommen, das will ich mal kurz aufsetzen. Was schon vor Beginn oder vor ihrem Durchbruch von ihren Initiatoren als die Samtene Revolution bezeichnet wurde, in Anlehnung an die Samtene Revolution 1989 in Prag. Manche von Ihnen werden sich erinnern können. Man hätte sie vielleicht auch die Revolution der Schirmmützen nennen können, denn ich sehe auch die ein oder andere Schirmmütze im Publikum. Tatsächlich ist ja die Schirmmütze, die Pashinyan, Nicole Pashinyan, der das Gesicht dieser Revolution getragen hat, sozusagen zum Markenzeichen geworden. Ich war gespannt darauf, ob er sie dann als Premierminister dann wieder absetzen wird. Das hat er getan. Aber diese Schirmmütze ist mittlerweile ein Exportartikel geworden Armeniens, wie so vieles andere auch. Von daher nochmal vielen Dank für das schöne Geschenk, Gaia. Ich werde das jetzt wieder absetzen, obwohl sie mir sehr gut gefällt und in diesem Sommer noch viel helfen wird. Aber wenn die Böll-Stiftung zu stark mit der armenischen Revolution identifiziert wird, ist das vielleicht auch nicht gut. Was wir erlebt haben, hat zumindest hier in Deutschland, aber ich glaube auch in Armenien und in der Region, die allermeisten sehr stark überrascht. In einer Zeit, in der wir eigentlich vor allen Dingen reden über demokratischen Rückschritt, weltweit, aber auch in Europa, in der wir viel debattieren und auch konfrontiert sind mit der Einschränkung zivilgesellschaftlicher Freiheiten, mit dem Anstieg von Repressionen. Man denke an die Nachbarländer Armeniens, Russland und die Türkei, schienen diese Ereignisse auf eine frappierende Weise gar nicht ins Bild zu passen, gar nicht zur allgemein weltpolitischen Konjunktur. Plötzlich gehen Hunderttausende auf die Straße, dezentral organisiert mit fantasievollen Aktionen und es bedarf nur ganz weniger Wochen, bis auf diese Massenproteste plötzlich der Rücktritt dessen folgt, den man eigentlich für schon sehr stark autoritär etabliert hielt. Der Langzeitpräsident oder
8 Jahre Präsident und dann Neu-Premierminister Serge Sargsyan, dessen Name für ein Regime stand, das als typisch postsowjetisch, halbautoritär, sehr stark verwoben stehend für die Verbindung von Wirtschaft und Politik stand. Aber dass vielen Armenierinnen, denen ich begegnet bin in den letzten Jahren und auch in der Zeit, als ich selbst im Südkaukasus gearbeitet habe, als fast nicht veränderbar vorkam. Und dann wenige Wochen Proteste und plötzlich dieser Rücktritt, plötzlich die Debatten im Parlament, als der neue Premierminister zur Wahl anstand und plötzlich ein ganzes Volk, wahrscheinlich zum ersten Mal in seinem Leben, viele Leute Parlamentsdebatten über viele Stunden angeschaut haben. Und dann Nikol Paschinyan am 8. Mai schließlich zum Premierminister gewählt wurde, ohne dass er dafür eigentlich über die politischen Mehrheiten verfügt, sondern im Grunde allein auf den enormen Druck aus der Gesellschaft oder, um es etwas negativer auszudrücken, auf den Druck der Straße hin. Wir wollen heute Abend diesen Ereignissen nachgehen. Wie konnte es dazu kommen? War es so plötzlich oder hat sich etwas angedeutet über eine längere Zeit? Wir wollen natürlich dem politischen Gehalt dieser Ereignisse nachspüren. Was ist da politisch passiert und was passiert jetzt politisch? Aber wir wollen auch dem gesellschaftlichen Gehalt dieser Entwicklung nachspüren. Wofür stand und steht dieser Protest? Was ist an gesellschaftlicher Dynamik in Armenien passiert in den letzten Jahren und ausgelöst jetzt durch diese Ereignisse? Wir wollen uns auch anschauen, zum Beispiel, wie sich die Geschlechterverhältnisse in Armenien darstellen in dieser Auseinandersetzung. Ich habe einige Tage lang mit großer Faszination über Radio Free Europe die Live-Übertragung von Protesten im Internet mir angeschaut und mir ist deutlich geworden, wie sehr viele junge Menschen, aber auch wie viele junge Frauen an diesen Protesten beteiligt waren, sehr aktiv beteiligt waren. Was bildet sich davon jetzt ab in der politischen Wirklichkeit? Steht auch das für eine Veränderung in dieser insgesamt doch sehr patriarchal geprägten Region? Das sind unter anderem die Fragen, mit denen wir uns beschäftigen wollen heute Abend. Wir haben dafür drei hervorragende Gäste eingeladen, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Zu meiner Linken Lara Arachonyan. Lara Arachonyan kommt ursprünglich, kam sie 2003, wenn ich das richtig verstanden habe, aus Kanada nach Armenien. Sie ist studierte Literaturwissenschaftlerin und Psychologin. Sie hat seit Mitte der 90er Jahre erst in Kanada und dann ab 2003 in Armenien führend in verschiedenen feministischen Organisationen gearbeitet. Sie ist Co-Gründerin und Co-Leiterin des Women's Resource Center in Jerewan, einer der wichtigsten frauenpolitischen Organisationen. Sie hat auch regionale frauenpolitische Netzwerke gegründet, unter anderem auch ein Dialogprojekt von Aserbaidschanerinnen und Armenierinnen zum Karabach-Konflikt. Ganz herzlich willkommen, Lara. Dann möchte ich Ihnen vorstellen, Edgar Vardanyan. Edgar ist Politologe und Spezialist für internationale Beziehungen, hat studiert in Jerewan und in St. Petersburg. Er arbeitet in verschiedenen Funktionen als Dozent, als Experte, als Publizist und, wie er mir heute nochmal erzählt hat, auch als Trainer für zivilen Widerstand. Er hat selbst studiert verschiedene Formen zivilen Widerstands international und hat tatsächlich ein praktisches Anwendungsfeld gefunden, nun in Armenien, in dem er selbst sehr aktiv auch einbezogen war in konsultative Prozesse im Zuge dieser Protestbewegung. Und er kann uns sowohl politisch
als auch vom Inneren sozusagen dieser Protestbewegung, welche Kalküle, welche politischen Ziele stehen dahinter, sicher sehr interessant berichten. Herzlich willkommen, Edgar. Und last but not least, unser Gast, auf den ich besonders stolz bin, aus einem ganz bestimmten Grund, weil Gayane und ich, wir kennen uns schon sehr lange. Ich habe einmal das Südkaukasusbüro der Heinrich-Böll-Stiftung in Tbilisi geleitet und Gayane war damals eine unserer Stipendiatinnen in unserem südkaukasischen regionalen Stipendienprogramm, was wir gemacht haben und wo wir regelmäßig junge Forscherinnen aus den Sozialwissenschaften, Forscherinnen und Forschern aus den drei südkaukasischen Ländern versammelt haben, unterstützt haben bei einjährigen Forschungsprojekten. Und Gayane hat uns nie verlassen seither, war damals Stipendiatin, später Mentorin in diesem Stipendienprogramm und ist bis heute eine unserer wichtigsten Kontaktpersonen und Freundinnen in Armenien. Selbst Ethnografin und Ethnologin an der Nationalen Akademie der Wissenschaften. Herzlich willkommen, Gaia. Gaia, die Ereignisse kamen, wie ich schon gesagt habe, sehr überraschend für alle hier. Die letzten Proteste, die es hier an die Öffentlichkeit geschafft haben, sind 10 Jahre her. 2008, als es Proteste gab gegen die Wahl von Sargsyan zum Präsidenten und es im Zuge dieser Proteste zu gewaltsamen Auseinandersetzungen kam und sogar zu Todesopfern. Was ist seither passiert und seit wann haben sich diese Proteste vorbereitet und warum sind sie jetzt so ganz anders ausgegangen als 2008. Was ist in der Zwischenzeit passiert, wenn man das in wenigen Strichen skizzieren kann? Tatsächlich hat im Jahre 2008 haben sehr wichtige Sachen stattgefunden. Es war ein wichtiges Jahr. In folgender Hinsicht. Da fing die Regierungszeit von Serge Sargsyan an. Und gleichzeitig begann die Vernichtung der Oppositionsparteien bzw. deren Mitwirkung im Parlament. Die Mitarbeit dieser Oppositionsparteien ist marginalisiert worden. Es hat sich ausgewirkt, dass sich ganz schlechte Perspektiven dadurch ergeben haben. Und in dieser Zeit war Nikol Pashinyan bereits bekannt, weil Nikol Pashinyan schon 2008 einer der Führer dieser Demonstrationen gewesen ist. Ich kann das aus eigener Anschauung, als Teilnehmer sagen, von früh bis abend hat Nikol Pashinyan Texte verfasst. Wir haben die Texte studiert, diskutiert. Und in der Öffentlichkeit stattfindende Diskussionen, Disputationen haben bereits unter Mitwirkung von Nikol Pashinyan stattgefunden. Er hat sich damals schon profiliert als Rhetor, als Rhetoriker. Ich möchte damit sagen, nicht, dass bereits der letzte Umbruch jetzt bereits 2008 begonnen hätte. Aber es gab schon seine Aktivitäten. Das hat dann seine Entwicklung genommen. Allerdings hat nach 2008 Serge Sargsyan als ziemlich geschickter Diplomat
konnte er es fertigbringen, zu monopolisieren, was sich an politischer Meinungsbildung und so weiter in Armenien getat. Als es auf die Wiederwahl zuging, gab es im Grunde genommen schon gar keine richtige Oppositionspartei mehr, der sich hätte das Volk anschließen können. Und er war sehr selbstzufrieden und selbst von sich selbst überzeugt, dass er das gar keinen anderen Ausgang nehmen kann als die Wiederwahl, als seine Wiederwahl. Der einzig ernstzunehmende Gegenkandidat war Rafi Hovhannisyan. Aber das hat sich dann mehr oder weniger zerschlagen. Ich kann nicht zu tief jetzt auf diese historischen Ereignisse eingehen. Die Öffentlichkeit in Armenien hat sich aber darauf eingestellt, sich in der Öffentlichkeit eine Stimme zu verschaffen, Ausdruck zu verleihen ihren Forderungen. Allerdings haben die Demonstranten auch sich darum bemüht, gar nicht so sehr das als politische Auftritte und so weiter hochzustilisieren, um nicht der Staatsmacht die Handhabe zu geben für Repressionen. Die politischen Bewegungen haben aber zu einer methodischen und technologischen Weiterentwicklung geführt. Das heißt, man hat gelernt, wie man so eine solche Bewegung organisiert. Man hat zum Beispiel gelernt, wie man mit der Polizei umgeht bei Zusammenstößen, in verschiedenen Situationen. Und dass man miteinander das Gespräch aufgenommen hat. Man musste nicht mehr in derselben Partei sein, um miteinander zu reden. Und es hat sich natürlich herausgestellt, dass sich inzwischen eine andere Medienlandschaft herausgebildet hat, die nicht mehr zu vergleichen war mit Kocayans Zeiten. In den digitalen Medien hat sich das meiste getan. Gar nicht so sehr viel im Fernsehen und in anderen Medien, aber in den elektronischen Medien. So haben sich diese Bewegungen üben können. Sie haben ihre Auftritte und ihre Vorgehensweise üben können. Und gleichzeitig ein sehr breites Publikum erreicht, um über die eigenen Ansichten und die Vorhaben, Aktivitäten zu informieren. Und diese Erreichbarkeit, diese Weite, diese Berichterstattung für einen großen Hörerkreis, die hat sich sehr wohltuend unterschieden von beispielsweise von der Situation in Georgien, wo diese Technologien halt nicht erlernt und auch nicht gepflegt wurden. Wichtig war auch der Austausch mit der Diaspora. Die Diaspora ist natürlich darauf angewiesen, eine enge Kommunikation mit den Armeniern in der Heimat zu führen und nicht nur mit Spenden zu helfen. Und
wichtig ist, dass tatsächlich in vielen Dörfern, wo noch nicht mal fertige Straßen oder gut befahrbare Straßen hinführen, aber Internet gibt es dort, sodass die Leute sich informieren konnten. Ich als Ethnografin habe seit 1992 jedes Jahr in sehr vielen verschiedenen Dörfern gearbeitet. Und bin selbst Augenzeuge, wie selbst 90 Jahre alte Großväter ihre Enkel gebeten haben, die elektronischen Geräte einzuschalten und sich nicht nur auf den Fernsehkanal zu verlassen und dort die Regierungspropaganda zu hören, sondern dass man die Stimmen der Opposition vernehmen konnte, und zwar unkontrolliert und in jedem noch so entfernten Dorf. Das führte dazu, dass Serge Sarkisian gar nicht mehr in der Hand hatte, bei den Leuten ein positives Image zu vermitteln über sich und seine Politik. Es ließ sich nicht mehr verschweigen, wie viele Leute in Armenien in Armutsverhältnissen wohnen. 30%, 58% zum Teil unter der Armutsgrenze. Das waren natürlich Fakten, die gleich selbsterklärend waren, so dass man den Leuten dann auch keine Märchen mehr erzählen konnte, der Gestalt, dass man, wie man ihnen früher sagte, ihr lebt schlecht, weil wir ja uns in der Blockade befinden, in militärischen Auseinandersetzungen, dass die meisten Mittel für die Armee verwendet werden müssten. Und auf diese Art und Weise kamen den Leuten zu Bewusstsein, wie man diese neuen Technologien ausnutzen kann, um die politischen Bewegungen zu organisieren. Und dadurch haben natürlich beim Volk insbesondere Anklang gefunden diejenigen Führer, die rhetorische Qualitäten hatten, die das Volk erreicht haben. Und dank der neuen Technologien haben sie auch tatsächlich das Volk erreicht. Miller, dazu die Charts. Die Technologie, also diese technologische Revolution auch nicht mehr. Man hat den arabischen Frühling erlebt. Auch die Machthabenden, auch Serge Sargsyan und so weiter, sind ja eigentlich informiert gewesen über die Verbreitung sozialer Netzwerke. Waren die auch die Machthabenden nicht vorbereitet? Oder gab es keine Versuche der Gegenwehr auch über soziale Medien? Natürlich hat der Präsident das auch gewusst. Noch vor anderthalb Monaten möchte ich hier Jurczak zitieren, dessen Buchüberschrift als Reflexion auf die Sowjetzeiten zum Ausdruck bringen, man kann diese Denkweise nicht überwinden. Und es hat sich herausgestellt, Serge Sargsyan hat natürlich den arabischen Frühling studiert und hat gelernt, an welcher Stelle man die Bewegungen löschen kann oder ausschalten kann.
Und hier gibt es aber eine Nuance. Es ging nicht mehr so wie im Jahr 2015, als man im Jahre 2015 die Bewegung hatte gegen diese Preiserhöhungen an Elektrizität und so weiter. Und weil er dort überhaupt nichts unternommen hat, ist die Bewegung einfach eingeschlafen. Und er dachte hier auch, dass die Bewegung wieder sich im Sande verlaufen wird. Und die Rolle der Polizei war heruntergefahren. Die haben zwar einiges unternommen, aber die sind nicht sehr stark vorgegangen. Aber wir dürfen nicht vergessen, am 24. April, der für Armenien als Völkermordgedenktag natürlich eine große Rolle spielt, mit einer großen Demonstration. Und an diesem Tag kann in Armenien, egal wer er ist, nicht verhindern, dass 800 bis 1000 bis 1 Million Leute auf die Straße gehen zu dieser Völkermordgedenkfeier. Und das wusste Serge Sargsyan natürlich. Und hier kommen jetzt Sachen ins Spiel, die sich in Armenien tatsächlich von arabischen Ländern unterscheiden. Zum Beispiel die Einheit, die ethnisch-soziale Einheit, die Menschen zusammenschmiedet. Und es stellt sich heraus, dass in Armenien die sozialen Netzwerke, die es ja beim arabischen Frühling auch gegeben hat, und die sozialen Netzwerke haben sich auf einen Punkt fokussiert. Die haben alle einen Facebook-Account. Und es hat eine Kommunikation zwischen den unterschiedlichsten Gruppen stattgefunden. Und weil das Land natürlich auch nicht groß ist, angesichts des kleinen Landes, kennen sich natürlich auch sehr viele Leute und sind über die Netzwerke zusammengeschlossen worden. Tatsächlich mit blitzartiger Geschwindigkeit hat sich alles verbreitet, jede Information. Und da hat sich eine Eigenschaft herausgebildet, ein Merkmal, nämlich die Geschwindigkeit, wie die Menschen in die Kenntnis kamen, wenn jetzt in dem Moment ein Papier ausgearbeitet wurde. Nach einer Stunde war das schon den Hörern bekannt. Große, enorme Bedeutung, die diese schnelle Kommunikation hatte. Was ich dennoch von außen, finde ich, schwer zu verstehen finde, ist die Begeisterung, die plötzlich auf so vielen Gesichtern stand. In einem Land, über das man normalerweise sagte, dass die Leute den Glauben an die Politik verloren halten, dass sie apathisch sind, niemand will etwas mit Politik zu tun haben. Was waren denn die politischen Botschaften oder welche politischen Motive stehen hinter diesem Protest, der so viele unterschiedliche Leute auf einmal so begeistert macht? Das ist meine eine Frage. Und meine zweite Frage, ich habe ja erwähnt, dass Sie als Trainer für zivilen Ungehorsam gearbeitet haben. Was waren denn die Elemente, die zur Anwendung kamen aus dem Lehrbuch?
Was waren denn die Elemente, die dafür gesorgt haben, dass tatsächlich überhaupt keine Gewalt ausgeübt wurde, weder von Protestierenden noch von der staatlichen Seite? Welche Rolle spielt der Charakter der Regierung Sargsyan dabei? Wir machen das ein bisschen mehr eher konsekutiv, die Übersetzung. Das heißt, damit auch wirklich die Details übersetzt werden können, arbeiten wir mit Pausen. Danke für diese Fragen. Ich versuche ein bisschen langsam zu reden, obwohl das Problem natürlich schwer ist, darüber emotionslos zu reden und langsam. Es ist voller Emotionen. Aber ich werde es mal versuchen. Erst die Frage, wie das Leuchten sich plötzlich auf die Gesichter der Leute gelegt hat. Dieser gläserne, versteinerte Zustand überwunden wurde, die Menschen aufgestanden sind, herausgegangen sind und die Straßen bevölkert haben. Ich muss sagen, in Armenien hat der Kampf für Gerechtigkeit, für Gerechtigkeit, für Recht und Ordnung und für Eigentum, der war nie erloschen. Es gab keine starke politisch organisierte Opposition. Und Serge Sargsyan konnte das alles festigen in seinem Sinne. Aber das heißt natürlich nicht, dass nicht die gesellschaftlichen Gruppen verschwunden werden, die zu der einen oder anderen Frage ihre Meinung haben und die sich auch artikulieren können und miteinander zusammenarbeiten können. Es gab noch dazu dieses freie Feld auf dem Gebiet der Medien. Das hat die Menschen natürlich in die Lage versetzt, Informationen zu bekommen und miteinander zu kommunizieren. Und deswegen waren sämtliche Aktivitäten eigentlich nie bis auf null heruntergefahren. Und so auf diese Art und Weise hat man es verstanden, in gesellschaftlichen Fragen, in sozialökonomischen Fragen und so weiter, besser in die Tiefe zu gehen, erstmal zu begreifen, woher kommt die Unzufriedenheit mit dem Machtgefüge. Und diese Fragen haben die Leute natürlich gestellt. Die Menschen hatten sich davor mit den herrschenden Zuständen irgendwie eingerichtet. Sie hatten davor auch noch keinen tatsächlich ergebnisreichen Mittel in der Hand, um etwas zu erreichen. Aber mit Beginn dieser Bewegung wurden ganz einfache Fragen gestellt. Wie man einen Zweck mit welchen Mitteln erreichen kann. Und sie haben die persönlichen Ambitionen beiseite gelassen,
genauso das Gefühl der Ängstlichkeit. Und es gab sogar das Gefühl, dass man jetzt ohne eigene Vorteile davon etwas in die Wege leitet. Das hat die Menschen inspiriert. Es keimte langsam eine Hoffnung auf, dass dieses Mal tatsächlich irgendwas dabei herauskommen kann. Ein Faktor hat eine große Rolle gespielt beim Aufwachen der Menschen. Das war die Teilnahme der Jugend. Man kann tatsächlich sagen, dass das ein einmaliger Vorgang in Armenien war, dass die Jugend sich eine politische Tagesordnung gestellt hat zum Ziel der politischen Veränderungen, sodass die Jugend mit dem politischen Protest aufgetreten ist. Und deswegen haben sie auch die größten Schläge ausgeübt auf die Regierung. Und das hat die Hoffnung verstärkt. Die Menschen haben geurteilt, wenn die Jugend sich mit diesen Fragen beschäftigt und die haben eine andere Herangehensweise und die älteren Generationen sehen, dass ihre Nachkommen sich einsetzen für Veränderungen, dann war es schon eine Frage der Ehre, dass man selber auch mit auf die Straße geht, dass man die Kinder und die junge Generation nicht allein lässt. Eine große Rolle hat auch der Umstand gespielt, dass Nikol Paschinyan und seine Mitstreiter verkündet haben, dass nichts unternommen werden soll, was zu Gewalt führt. Es soll eine gewaltlose Bewegung sein. Und er hat es auch abgelehnt, die Verantwortung zu übernehmen, falls irgendwo Gewalt ausbrechen sollte. Die Philosophie dieses Kampfs oder die Konzeption hat die Leute eingeladen, das hat die Leute erreicht, das hat die Leute mitgenommen. Es konnte so aussehen, dass dieser Kampf ziemlich milde ist und vielleicht nicht stark genug, schwach und deswegen vielleicht auch Zweifel gesät werden, dass das zum Erfolg führt. Aber diese gewaltlose Bewegung hat die Staatsmacht sozusagen in Schrecken versetzt, weil sie dagegen nichts ausrichten konnten. Und deswegen hatten sie auch ziemlich schnell begriffen, wenn die Staatsmacht von ihrerseits Gewalt anwendet, dafür werden sie einen hohen Preis zahlen. Bei Gewaltanwendung würde die Gesellschaft überhaupt nicht das gutheißen können und würde sich natürlich gegen sie wenden. Die Anwendung von Gewalt würde sich gegen die Staatsmacht wenden. Die große Masse hat verstanden, dass man jemanden, der vielleicht den Gedanken hat, Gewalt einzusetzen, gar nicht mehr ernst nehmen konnte.
Jetzt zur zweiten Frage, soll ich die nochmal wiederholen oder soll ich einfach dazu übergehen? Ja, wie Serge Sargsyan und sein Team gedacht haben, dagegen vorzugehen. Die haben das am Anfang unterschätzt. Die hatten gedacht, das ist eine kleine Gruppe, von der nicht viel Gefahr ausgeht. Was sollten schon diese jungen Menschen bewirken können? Über die Jahre hinweg haben die oppositionellen Kräfte die unterschiedlichsten Koalitionen miteinander gegründet. Sie haben sich auch zu strengen und außergewöhnlichen, nicht gewaltfreien Mitteln gegriffen. Und was haben sie erreicht? Nichts. Und jetzt ist eine Gruppe von Jugendlichen. Wie sollten die jetzt plötzlich etwas bewegen können? Sie haben das schlichtweg unterschätzt. Dieser Marsch, die Idee des Marsches auf Jerewan hat sie nicht sehr in Beunruhigung versetzt. Aber als diese Bewegung plötzlich alle sozialen Schichten infiziert hatte, einbezogen hat, dort hat die Staatsmacht natürlich mit dem Gedanken gespielt, Gewalt einzusetzen. Die hatten verstanden, wenn sie sich jetzt einfach sozusagen auf die Seite ziehen und gar nichts machen, dann können sie morgen schon überhaupt keinen Beschluss oder irgendwelche Aktion durchsetzen oder irgendwas ins Leben rufen. Also hat man daran gefeilt, wie man einen solchen Befehl formulieren sollte und wie der Befehl umgesetzt werden kann. Gleichzeitig haben sie natürlich begriffen, dass die Gewaltanwendung auch das Volk noch mehr sozusagen entzünden kann und kann das Volk noch zu stärkeren und zu rabiateren Aktionen verleiten. Wenn wir nochmal auf 2008 zurückgehen, zu den Verhältnissen am ersten Vorgängen am 1. März, als tatsächlich für die als die Demonstranten durch den Einsatz von Staatsgewalt zusammengeschlagen wurden. Das war den Leuten noch sehr im Gedächtnis. Und natürlich haben sie gesagt, das Volk sich gut daran erinnert und dass man das nicht noch einmal machen kann, wenn man es jetzt wiederholte, das Vorgehen mit Untergewaltanwendung, dann würden sie einen sehr hohen Preis dafür zahlen. Ich möchte das jetzt noch mal sozusagen zusammenfassen, ganz kurz. Die Protestbewegungen und Demonstrationen waren gesamtgesellschaftlich. Es gab nicht eine bestimmte Basis, auf die sich die Regierung hätte stützen können, um diese Bewegung zu unterwandern. Die Gesellschaft hatte sich selber organisiert. Sie lehnte sehr starkes Jahr ab. Und unter solchen Bedingungen sind alle Gewaltkonstrukte dazu verdammt, sich von Gewaltanwendung zu verabschieden.
Ich kann nicht ausschließen, dass fertige Befehle da vorlagen, die man aber dann nicht in Kraft gesetzt hat. Ja, und da man dann eingesehen hatte, dass die gesamte Protestbewegung, die Demonstrationen, ein gesamtgesellschaftliches Anliegen war, und die gesamte Gesellschaft nahm daran teil, man dachte noch, dass man durch die Schließung von Straßen etwas unterbinden kann. Es wurde ein Generalstreik verkündet und das Volk hat dann selber die Straßen abgesperrt, damit es gar nicht erst dazu kommen kann, dass plötzlich jemand auf den Gedanken kommt, Militär zu schicken. Dankeschön. Edgar, hier ist mein Herz. Was Sie jetzt beschrieben haben, diese beeindruckende Systematik, ja, des gewaltfreien Protestes, die zum Erfolg geführt hat. Das wichtigste Motiv und das größte politische Versprechen von Pashinyan ist jetzt, einen Systemwechsel herbeizuführen und die endemische Verbindung von Wirtschaft und Politik, die ganz enge Verflechtung wirtschaftlicher und politischer Macht zu entflechten, auseinanderzukriegen. Das ist mit Sicherheit ein sehr schwieriges Projekt und ein Projekt, das auf Widerstand stoßen muss. Wie weit reicht diese erfolgreiche Protestpolitik oder dieser Facebook-Stil von Pashinyan aus, um solche schwierigen politischen Prozesse anzugehen? Gibt es tatsächlich eine Idee, wie man so einen schwierigen Reformprozess, an dem andere Länder auch schon gescheitert sind, umsetzen will? Und wird es gelingen, das gewaltfrei und ohne Repression zu tun? Ich bin selbst Zeuge gewesen der georgischen Rosenrevolution. Und davon, wie sich die Begeisterung über Jahre verschoben hat in teilweise Enttäuschung, teilweise Entsetzen angesichts der zunehmend autoritären Verwandlung dieser Revolution. Und ich habe bei einer Diskussion zu den Ereignissen in Armenien David Usupashvili gehört, den früheren Parlamentspräsidenten Georgiens, der gesagt hat, wir freuen uns über die armenische Revolution, Georgien braucht ein reiches Armenien als Nachbarland, aber wir warnen euch davor, unsere Fehler zu wiederholen, nämlich sozusagen, dass die Gesellschaft eingeteilt wird in die für uns sind und die gegen uns sind, dass man eher über Probleme redet als über die Menschen, die falsch sind, ja, und dass man nicht so eine sozusagen bolschewistische Regierung bildet, derjenigen, die die Revolution durchsetzen gegen die anderen. Gibt es dafür Vorkehrungen und gibt es Vertrauen, dass es jetzt demokratisch weitergeht? Դե շատ հետաքրքիր հարց է ու բարդ հարց է։ Պետք է հետեւյալը երևի նշել սկզբից, որ նախ մենք ունենք այդ փորձը, այսինքն Վրաստանի փորձը, Ուկրաինայի փորձը, von Georgien, von der Ukraine und diese Erfahrung muss gut analysiert werden, um zu erfahren, welche die Fehler waren, die nicht wiederholt werden dürften durch uns. Zweitens, unsere Revolution unterscheidet sich
wie ich das schon vorhin erwähnt habe, die war eine gemeingesellschaftliche Revolution. Wir haben uns aufgenommen, dass wir einheitlich wirken sollen, dass wir zusammen auf Wert auf Zusammenhalt legen. Es gab viele Konflikte, sowohl in den verschiedenen gesellschaftlichen Strukturen als auch bei der Opposition. Im Augenblick kann man sagen, dass diese Einheitlichkeit trotz den vorherigen Konflikten, die gibt. Es gibt heute eine kritische Auseinandersetzung, eine lokale Auseinandersetzung, lokale Konflikte. Nikol Paschinyan genießt nach wie vor eine große Autorität und die Gesellschaft kann sich mit ihm identifizieren. Er ist so wie ein Ausdruck der, des Willens der Gesellschaft, der Öffentlichkeit. Ich glaube, das ist eine natürliche Autorität, das ist nichts Künstliches. Und das ist eine sehr ernsthafte, das spielt eine ernsthafte Rolle, um die Oligarchen zurückzuhalten vor dem Vorhaben, die Entwicklung der Demokratie hemmen zu wollen. Viele gesellschaftliche Strukturen, die aktiv an die Entwicklung teilhaben, die kontrollieren sich auch gegenseitig. Jede für sich ist sehr emotionell in der Hinsicht, dass die bereit sind, sich keinen Fehler zu erlauben. Jeder sieht das für sich als ein Schlag gegen die eigene Person. Jeder Fehler, ein nicht richtiger Schritt, ruft sofort eine Unzufriedenheit hervor in dieser Etappe der Entwicklung. Und diese gegenseitige Kontrolle, denke ich, wird eine ernsthafte Rolle spielen und verhindern, dass die möglichen negative Entwicklungen in Gang gesetzt werden. In Jerewan gibt es, das weiß ich aus dem unserem Partnerumfeld der Heinrich-Böll-Stiftung, eine junge, urbane Schicht junger Menschen, die sehr modern lebt, modern denkt, international vernetzt ist, verankert ist und für ihre Rechte kämpft, eine interessante kulturelle Szene, Menschenrechtsgruppen, feministische Gruppen. Fühlt sich diese Szene, die, wie man auch den Bildern angesehen hat, sehr aktiv teilgenommen hat an diesen Protesten, fühlt die sich in dieser gesamtgesellschaftlichen Bewegung noch zu Hause? Ist man als Feministin Teil dieser Bewegung und kann man als Feministin einen Fortschritt erkennen, dass hier nicht nur politische Machtverhältnisse, sondern auch gesellschaftliche Machtverhältnisse in Veränderung geraten? Dankeschön. Ehrlich gesagt, ist das nicht das erste Mal, dass in Armenien die Frauen für ihre Rechte gekämpft haben. Sie haben auch 2008 gekämpft, haben genauso bei verschiedenen Menschenrechtsverletzungen. Sie haben gegen Elektrik Jerewan bei den verschiedenen Ermordungsfällen mitgekämpft. Sie haben
für die Probleme, familiären Probleme gekämpft, sind oft auf die Straße gegangen. Aber was war der Unterschied diesmal? Diesmal bestand der Unterschied darin, dass zum ersten Mal noch bewusster auf dem Podium bei den Oppositionellen wurde das bewusst wahrgenommen, dass die Frauen sich an diesem Kampf teilnehmen. Das hat allerdings seinen Ursprung noch viel früher gehabt. Im Unterschied zu anderen Protestteilnehmern haben die Frauen zweierlei Weise gekämpft. Mit ihrem, dadurch, dass sie Stereotypen bekämpften, denn egal welche Veränderungen in Armenien stattfinden, die bleibt nach wie vor patriarchal. Und es ist akzeptiert insgesamt, dass alles eher privat bleibt und nicht öffentlich wird. Das heißt, die Frauen kämpften nicht nur um Stereotypen zu bekämpfen, als auch dafür, dass die Regierung von Serge Sargsyan, also gegen die Regierung von Serge Sargsyan, mit dem Sperren der Straßen, mit dem Stoppen von Autos etc. Ihr Kampf hat verschiedene Richtungen angeschlagen. Sie waren dennoch immer aufmerksam, um die Diskursen und die Botschaften auch die Frauen unmittelbar anbetrafen. Das heißt, wenn sie auf der Straße gingen und ihre Stimme erhebten, legten sie Wert darauf, zum Ausdruck zu bringen, dass sie gegen die korrupte Regierung kämpfen, die auch ihre Würde verletze als Frauen. Sie sagten, brachten solche Ausdrücke zum Wort, da Serge Sargsyan sehr oft von seinen Umgebenden Papa genannt wurde, haben die Frauen bei den Demonstrationen zum Ausdruck gebracht, wir haben keinen Papa, Serge ist nicht unser Papa. Damit wollten sie deutlich zum Ausdruck bringen, dass sie Serge ablehnen, dennoch wollen sie keinen anderen Papa, dass sie keine Papa-Regierung eine möchten, die diese patriarchale Regierung fortsetzen würde. Die nächste wichtige Handlung, die die Feministen, die Frauen durchgeführt haben, dass sie gegen die Gewaltausübung waren und achteten darauf, dass die Menschen nicht zusammenschlagen auf der Straße, dass heißt nicht nur die physische Gewalt fehlen sollte, sondern auch dem Hass, die durch Internet zu spüren wäre. Es gab viele Hasspredigungen gegen die republikanische Parteimitglieder oder gegen die anderen, zum Beispiel den männlichen politischen Politiker der Republikanischen Partei wurden mit Frauenkleidern dargestellt, die in der Gesellschaft als eine unehrenhafte Darstellung wäre. Die Frauen waren sehr vorsichtig. Das heißt, die Frauen waren dafür, in verschiedenen Richtungen ihre Kraft zu mobilisieren. Als Frauen waren wir natürlich sehr begeistert, insbesondere nachdem wir
festgestellt haben, dass zum ersten Mal in einer Bewegung in Armenien auf einem Podium durch die Menschen, die die Bewegung führten, unter den Menschen auch Frauen zu sehen waren, die ihre Stimme erhebten und an ihre Schwester, sich an ihre Schwester wendeten. Sie bedankten sich dafür, dass die Frauen auch auf die Straße gegangen sind. Und das war etwas, was den vielen Hoffnung gegeben hat, dass sich was ändern würde. Dennoch, obwohl auch ich selber sehr begeistert durch diese Revolution war, bin ich jedoch etwas traurig und werden weiterhin mehr Erwartungen haben, denn so wie die Geschichte öfters gezeigt hat, ist es so, dass immer wenn eine Krise im Lande entsteht, dann stellt keiner eine Frage. Alle sind sich einig und sind auch die Frauen mit integriert, dennoch sich alles beruhigt, gehen wir wieder zurück zu unseren Stereotypen und bilden eine neue Regierung, wie es auch in dieses Mal der Fall war. Es heißt, es wird in Armenien eine neue Regierung entstehen. Jetzt haben wir die Regierung, dennoch sind viele, sehr wenig Frauen drin mit integriert. Das ist sehr enttäuschend, insbesondere in Betracht der Tatsache, dass sehr viele Frauen sich an diesen Massendemonstrationen teilgenommen haben. Und nicht nur Frauen, sondern andere waren sichtbar, wie zum Beispiel Behinderte. Und zum ersten Mal war in der Opposition jemand, der verschiedene neue Formen sich neue Formen ausgedacht hat für die Teilnahme der Menschen an die Demonstration, die von zu Hause nicht an die Demonstration zur Demonstration kommen könnten. Das heißt, man hat um 23 Uhr mit Topfklopfen und hat an die Töpfe geschlagen, Lärm zu machen und ihre Stimme an die Regierung zu bringen. Das war ein ganz neues Phänomen für die armenische Realität. Es gab auch Queer Community, LGBT Community, die jesidische Communities, die jeder auf seine Art und Weise sehr aktiv mit dabei waren. Sie kämpften, damit meine ich jetzt nicht physisch, sie kämpften zwischen den Homophobien alle nebeneinander und an dieses Phänomen würde zu dem damaligen Zeitpunkt noch kein großer Wert gelegt. Jetzt bildet sich eine neue Regierung und wir werden sehen, wie mit diesen Gruppierungen umgegangen wird, wie sie mit integriert werden. Voller Hoffnung, aber natürlich auch vieler Fragezeichen. Wie weit es gelingt, die tatsächlichen Probleme politisch zu lösen und auch Fragezeichen, wie weit es tatsächlich zu einer dauerhaften gesellschaftlichen Erneuerung kommen kann oder wie weit die Wirkungen dieser Revolution reichen. Bevor ich Sie einladen möchte, sich an unserer Diskussion zu beteiligen, möchte ich aber noch ein Themenfeld hier diskutieren. Den Karabach-Konflikt und natürlich, wie man bei Südkaukasus immer leider tun muss, sozusagen die geopolitische Situation des Landes. Sie alle haben sich auf die eine oder andere Weise auch über die Jahre mit
dem Karabach-Konflikt beschäftigt. Lara habe ich erwähnt, auch in Form konkreter Projekte. Gaia weiß ich, dass sie über unser Stipendienprogramm und auch andere Formen auch immer wieder in Kontakt war mit aserbaidschanischen Kollegen und Kolleginnen. Es kommt nun allerdings eine Generation an die Macht, der 30-Jährigen. 30 Jahre, 1988, als die geboren wurden, begann der Karabachkrieg. Diese Menschen haben keine eigene Erfahrung der Begegnung, der Interaktion mit echten Aserbaidschanern in ihrer Mehrheit, sondern sind aufgewachsen in dieser Situation des Krieges. Ist von dieser neuen Regierung, von dieser jungen politischen Generation neue Initiative zu erwarten in Bezug auf eine Lösung des Karabach-Problems? Gibt es neue Ideen, gibt es neue Meinungen? Das ist meine eine Frage. Und die andere Frage bezieht sich auf Russland, vielleicht auch auf die Türkei, aber vor allen Dingen auf Russland. Wir haben alle aufmerksam mitbekommen, dass Nicole Pashinyan wahrscheinlich sehr geschickt deutlich gemacht hat, dass sich diese Revolution, diese Erneuerung nicht auf der Ebene pro-russisch oder pro-westlich bewegt. Dass es sich nicht um eine pro-russische Angelegenheit handelt und auch nicht um eine antirussische, sondern um eine innerarmenische Angelegenheit und dass sich an den außenpolitischen Orientierungen nichts ändern wird. Zugleich ist es so, dass Russland über große Konzerne, über seine Gazprom, Rosneft, Rosatom, großen wirtschaftlichen Einfluss in Armenien hat und auch großen wirtschaftlichen Einfluss und großen Besitz an armenischer Infrastruktur. Das heißt, ein Programm, was sich um die Entflechtung von Politik und Wirtschaft kümmern will, wird früher oder später in Konflikt mit bestimmten russischen Interessen geraten, vermute ich. Ist das richtig und ist man darauf vorbereitet? Also diese zwei Fragen. Gibt es etwas Neues zu erwarten in Bezug auf Karabach? Und was sind die Perspektiven für das Verhältnis mit Russland? Wer möchte beginnen? Gaia? Danke für die Fragen, Fragestellungen. Zunächst, welche neue Fragelösungen sind zu erwarten in Bezug auf Bergkarabach? Einer der ersten Schritte von Nicole Pashinyan war, dass er einen Besuch nach Bergkarabach, nach Artsach erstattet hat und Folgendes angekündigt hat. Es sei notwendig, dass Bergkarabach zurück zum Verhandlungstisch käme und dass es keine Lösung geben dürfe ohne Teilnahme von Bergkarabach, von der Regierung von Bergkarabach. Und dass man sich bemühen solle, Bergkarabach zu Verhandlungstisch zurückzugewinnen. Ich vermute, in Betracht der Konzeption von Nicole Pashinyan, von seiner Kampfkonzeption, von seiner Kommunikationskonzeption, kann ich vermuten, dass wenigstens etwas
die Konzeption sich auch auf die Außenpolitik verlegen würde. Und gewisse Elemente dieser Konzeption werden sich auch die Grundlage der politischen Fragelösungen in Bezug auf Bergkarabach und Armenien darstellen. Also man wolle auf Gerechtigkeitsbasis mit einer Bewertung, neutrale Bewertung. Die früheren Regierungen waren etwas gehemmt dadurch, dass sie sich nicht in der Legitimation geführt haben und durch die Abhängigkeit von Kreml nicht die Mut hatten, das zu machen, was die jetzige Regierung hat. Sie fühlen sich legitimiert, um andere Verhandlungsbasis zu haben. Andererseits, da Armenien eine souveräne Politik führen wird, die sie auch jetzt führt, wird sie alle Probleme selber Problemstellungen ansprechen und versuchen wird, in der Beziehung mit Russland selber auch Lösungen für diese Probleme zu finden. Wir verstehen natürlich, das Problem von Bergkarabach ist ein sehr kompliziertes Problem und rege Veränderungen zu erwarten, dafür haben wir keine Grundlagen. Dennoch wird das Ansehen von Armenien, die sehr positiv an Positivität gewonnen hat, und die Bildung neuer Regierung können schon eine positive Rolle spielen, dass der Konflikt sich nicht verschärft, dass kein Zusammenstöße mehr geben wird. Und das wird schon ein großer Gewinn sein. Ich möchte dazu, was Edgar gesagt hat, zufügen. In Frage von Bergkarabach ist wichtig, dass man eine Lösung finden würde für Bergkarabach ohne Gewaltausübung. Das ist eine sehr wichtige Tatsache und wichtiges Phänomen für beide Republiken, denn bisher hat man sowohl in Aserbaidschan als auch in Armenien versucht, sich gegenseitig auch der Welt Angst zu jagen, auch dafür, um in Regierung, an ihren Regierung festzuklemmen. Jetzt werden Sie sehen, dass Sie nicht mit einer kriegführenden Regierung, sondern mit einer demokratisch führenden Führung wird versuchen, eine neue Lösung wird gefunden. Und diese Demokratie soll nicht nur in Aserbaidschan als auch in Armenien, sondern als auch in Aserbaidschan stattfinden. Sollte die Rhetorik des Krieges zur Seite gelegt werden, wird man in viel entspannteren Situationen neue Lösungen
zu diskutieren, über neue Lösungen zu diskutieren. Dennoch wird die Wahrheit alle Beteiligten an diesem Prozess, sowohl die internationale Öffentlichkeit, die Weltöffentlichkeit, haben verstanden, dass es sich nicht um die Verhandlungen ging, sondern um die Verhandlungsimitationen. Denn viel Konkretes gab es nicht zu verhandeln. Der Stil von Pashinyan ist ein absoluter Offenheit, was für sehr viele fast mit einer kindlichen Naivität verglichen wird. Also es hat geheißen, er möchte auf der internationalen Ebene versucht mit der selben Methode auf der internationalen Ebene auch zu sprechen. Jedoch muss gesagt werden, dass mit den alten Methoden nicht mehr Erfolg erzielt werden kann. Für mich ist sehr wichtig, dass meine aserbaidschanischen Kollegen, für ihnen bekomme ich ja auch ständig Nachrichten, dass sie mit Aufmerksamkeit, Interesse und mit etwas Neid das Geschehen in Armenien verfolgen und gar nichts dagegen hätten, dass so ein Prozess auch in Aserbaidschan in Gang gesetzt wird. Was Russland anbetrifft, muss ich sagen, dass auch hier neue Wirkungen gibt. Meine weißrussischen Kollegen sagten, sie seien dankbar der armenischen Revolution, denn das hat Lukaschenko davon zurückgehalten, eine neue konstitutionelle Veränderung auch in Weißrussland durchzusetzen. Am 5. Mai, die Demonstration am 5. Mai in Russland versuchte zu kopieren die Losungen in Armenien. Das heißt, sie haben das auch direkt so zum Ausdruck gebracht, wir wollen so wie in Jerewan, wir wollen es so haben, wie es in Armenien geschehen ist. Ja, auch in Jerewan, das heißt mit Schaschliks und so weiter. In diesem Kontext ist es schwer, sich vorzustellen, dass für Nikol Pashinyan und Armenien in der Zukunft leicht sein wird. Dennoch, die hohe Legitimation gibt die Möglichkeit, mit den russischen Kollegen nicht nur mit Noten zu sprechen, sondern entsprechend den Punkten der Verträge und dadurch, dass man die gemeinsame Sprache, so dass man eine gemeinsame Sprache findet und die Gesetze auch entsprechend verwendet. Okay. Ich möchte Folgendes zufügen.
in Frage von Bergkarabach und dem kriegerischen Zustand. Wir haben uns losgelöst von Nationalarmee, was eine Schande war durch die Ex-Verteidigungsministerium, was unser alltägliches Leben so möglich wie schwierig machte, vom Kindergarten an bis zu unseren Arbeitsplätzen. Die hat keine Möglichkeit gelassen, über den Friedensaufbau zu sprechen. Wer versuchte, darüber zu sprechen, würde in der Gesellschaft tituliert als Volksfeinde. Und eins von ersten Konzeptpunkten von Pashinyan war, dass er die sogenannte Volksarmee-Ideologie abgeschafft hat. Das zweite anbetrifft Russland, das versuchte, Druck auf die Menschenrechtsaktivisten auszuüben. In der Gesellschaft durch verschiedene Gruppierungen, in der verschiedenen Gruppierungen ist Folgendes, dass wir, dass immer noch solche gibt, die, die keine keine Unterstützung mehr von der Regierung haben, um gegen uns vorzugehen. Das ist eine sehr wichtige Tatsache für alle Mitarbeiter der Menschenrechtsaktivisten und für diejenigen, die gegen Diskriminierung arbeiten. Nicht nachgelassen. Und es gibt, so vermute ich oder so entnehme ich dem, was Sie gesagt haben, hier auch eine breitere, offenere gesellschaftliche Diskussion, auch zu sehr schwierigen Themen wie zum Beispiel Karabach. Das heißt, es kann zu allem und über alles gesprochen werden. Ich möchte Sie einladen, vielleicht die letzte Viertelstunde, 20 Minuten zu nutzen, um Fragen zu stellen, eigene kurze Anmerkungen zu machen. Es gibt eine erste Wortmeldung hier vorne. Ich bitte um kurze, konkrete Fragen oder Anmerkungen und bitte benutzen Sie ein Saalmikrofon, was jetzt zu Ihnen unterwegs ist, und stellen Sie sich jeweils kurz vor. Bitte schön. Ja, mein Name ist Uwe Halbach von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ich habe eine ganz kurze Frage. Wie stellt sich die Kirche zu der samtenden Revolution? Ist eine konservative Kraft, die teilweise auch mit der Machtelite verbunden war. Wie stellt sich die Kirche dazu? Gab es dazu Äußerungen aus dem Katholikosat, aus dem Patriarchat? Das war meine Frage. Mhm. Im Moment noch keine weiteren Fragen. Dann kommt doch, wir sammeln noch zwei weitere Fragen. Hier hinten der junge Herr. Der vorletzten Reihe. Ja, Metzger, mein Name, hallo. Humboldt-Universität. Ich frage mich also, wenn ich das richtig sehe, regiert Herr Pashinyan ja jetzt noch als Minderheit, also sozusagen gegen die Parlamentsmehrheit. Die Frage ist, ist ihm das schon auf die Füße gefallen oder glauben Sie, dass ihm das noch auf die Füße fallen wird? Denn die Wahlen, selbst wenn man sie möglichst früh ansetzt, werden ja nicht übermorgen stattfinden, sondern, weiß ich nicht, frühestens in einem halben Jahr. Dankeschön. Und die dritte Frage hier drüben. Hier hinten, da hinten, der Herr Desmet. Ah,
Hallo, ich heiße Markus Sattler, ich studiere an der Freien Universität Berlin und mich würde noch interessieren die Rolle der Unternehmen und kurz einfach nur, gab es bestimmte Arten von Unternehmen, die auch gesagt haben während der Revolution, okay, ihr habt jetzt frei, ihr geht mal lieber auf die Straße jetzt, oder auch Unternehmen, die gesagt haben, wenn ihr auf die Straße geht, dann verliert ihr den Job oder ähnliche Mechanismen. Und ob man da vielleicht allgemeinere Tendenzen treffen kann, vor allem jetzt auch die Unternehmen, die mit der sogenannten Oligarchie in Verbindung gesetzt werden. Besten Dank. Gut, vielen Dank. Ich schlage, es müssen hier jetzt nicht alle auf alle drei Fragen antworten. Lara, wollen Sie beginnen mit der Rolle der Kirche? Zur Kirche ist Folgendes zu sagen. Die größte Menge, das Volk assoziierte die Kirche in Etschmiadzin zu sehr mit der ehemaligen Macht. Und diese Diskussion hält bis heute an. Ich möchte auf die andere Frage antworten, nämlich wie sich die Privatunternehmen verhalten haben. Die haben ja bekannterweise in ihrer Mehrheit den Oligarchen gehört. In dieser Umbruchssituation haben sich einige dieser Oligarchen dazu ganz eindeutig positioniert. Sie haben ihre Unternehmungen geschlossen. Sie haben die Mitarbeiter ermutigt, auf die Straße zu gehen und ihre Forderungen zu artikulieren. Sie haben auch das Volk aufgerufen, sich von manchen von den Gütern oder Dienstleistungen einiger Oligarchen Abstand zu halten, also diese zu boykottieren. Die kleineren Gewerbe und Firmen, die haben sich dazu etwas entspannter, lockerer verhalten. Die haben die großen Firmen, die sehr verquickt gewesen sind mit der ehemaligen Macht, und ihre Privilegien ausgenutzt haben. Die haben tatsächlich versucht zu verhindern, dass Menschen rausgehen und ihrem Protest Ausdruck verleihen. Ich möchte zwei Punkte noch hinzufügen zu dem, was Lara gesagt hat. Es war nicht zu übersehen, dass viele Geschäftsleute mit den bestehenden Machtstrukturen unzufrieden waren, weil die Geschäfte nicht sicher waren. Ja, aber das kam ja auch durch die familiären Verquickungen dazu, zum Beispiel der Bruder von Serge Sargsyan. Da hat sich ein Ausspruch breit gemacht, 50-50, also dass die an der Macht Befindlichen tatsächlich Miteigentümer werden. Und
Und bei jeder Wahl mussten alle Beteiligten, die an der Macht waren und auch die großen Oligarchen, das Volk bestechen, also sozusagen auf Stimmenkauf gehen, damit die bestehenden Strukturen so erhalten bleiben. Man kann also nicht sagen, dass im privaten Sektor und im Unternehmertum die damaligen Machtstrukturen besonders hoch im Kurs standen. Man muss auch natürlich sagen, in Armenien gibt es insgesamt zu wenig Arbeitsplätze. Es fehlen große Fabriken und über Arbeit insgesamt. Das führte dazu, dass viele Leute, eben weil sie arbeitslos oder beschäftigungslos sind, von der gar nicht zurückgehalten werden konnten, auf die Straße zu gehen. Wir haben zwei Bereiche. Das ist die Bildung, getragen insbesondere von den Universitäten, und das IT-Geschäft, wo ziemlich gut gebildete und weiterentwickelte Leute mitgearbeitet haben. Das IT-Business hat sich zuallererst angeschlossen der Bewegung. Der Zweig Synopsis zum Beispiel. Da hat zum Beispiel so ein Unternehmer angewiesen, dass auf dem Firmengelände die Bilder von Serge Sargsyan zu entfernen seien. Das war eine Aktion, die sich dann verbreitet hat, letztendlich von den Kindergärten bis in andere Bereiche. Und eine besondere Rolle haben die Hochschulen gespielt. Man kann sogar sagen, dass die Hochschulen ein bisschen so den Anschein erweckt haben, privatwirtschaftliche Unternehmen zu sein. Dass die staatliche Universität Jerewan ist eine der größten Wissenschafts- und Bildungseinrichtungen. Man muss sich ja das vor Augen halten, dass die Universität ja das meiste Geld nicht vom Staat bekommt, sondern über Studiengebühren von seinen Studenten einsammelt. Ja, und das führt dazu, dass die Leitungen dieser Hochschulen natürlich davon abhängen, dass die Studenten kommen, um zu studieren. Davon hängt der Fortbestand der Uni ab. Ich will damit sagen, eine Gesellschaft, die ihre Mitglieder nicht mit Arbeit, nicht genug Arbeitsplätze zur Verfügung stellen kann, die wird das an der Antwort merken, zu der vielen Beschäftigungslosen. Noch ein Wort zur Kirche. Es war mit der ersten Ereignisse, wo die Kirche gar nicht aufgefasst wurde als eine Kraft, die an dieser gesellschaftlichen Diskussion teilnimmt. Das hängt auch daran,
dass die Verquickung mit der Macht viel zu stark war. Selber in der Kirchenhierarchie gab es viel zu reiche Unternehmer und so weiter. Und so hat sich die Frage eigentlich gar nicht angehört, als ob das religiöse Fragen seien, ob die Leute vielleicht gegen die Kirche seien oder gegen die Religion, sondern man fasste die Kirche so ähnlich auf wie die Oligarchen und mit denen verquickt. So, auf der anderen Seite haben sich besonders in den ländlichen Gebieten, insbesondere in Gümri, Geistliche den Demonstranten angeschlossen. Sie waren sogar in der ersten Reihe. Die Geistlichen, die sich dort angeschlossen haben, haben sich am 22. April mit Pashinyan getroffen. Und Sarkisian hatte damit gedroht oder hat durchblicken lassen, es könnte ja noch einmal, könnten sich noch einmal die Geschehnisse des 1. März wiederholen. Diese Drohung hat bewirkt, dass noch sehr viel mehr Leute auf die Straße gegangen sind. Das hat mehr mobilisiert als sozusagen in der Bewegung von unten. Ja, Serge Sargsyan hat selber der Bewegung die beste Unterstützung gezeigt. Edgar. Also nochmal an den Politologen die Frage nach dem politischen Prozess. Kurz für die, die es nicht im Detail kennen, die Machtverhältnisse im Parlament haben sich ja formal nicht geändert. Die bisherige Machtpartei, die Republikanische Partei, hat die Mehrheit. Die Partei von Pashinyan oder der Parteiblock, die Fraktion Yelk, gerade nur 7 oder 8 Abgeordnete eigentlich gehabt. Und jetzt hat die neue Regierung ihr Programm am 1. Juni vorgestellt, das vom Parlament bestätigt werden muss. Wenn das Parlament die Mehrheit nicht bestätigt, dieses Regierungsprogramm, kann Pashinyan das Parlament auflösen. Er hat Neuwahlen möglichst bald versprochen. Es gehen alle davon aus, dass gerade deshalb die Republikanische Partei das Programm bestätigen wird, damit das Parlament nicht aufgelöst wird jetzt. Wie bleibt es dann? Was ist das für ein Patt? Wie kommt man dazu, dass Pashinyan sein Versprechen von Neuwahlen einlösen kann? Und welche Ressource hat die Republikanische Partei und haben die auch im Parlament vertretenen Geschäftsleute, Oligarchen, ihre Geschäfte in Sicherheit zu bringen, solange sich von der politischen Macht her nicht wirklich was verändert hat? Danke für die Frage. Ich stelle meinen Antworten eine kurze Ausführung zur Kirche voran. Im Karabach-Konflikt hat die Kirche als Institution in diesem ganzen politischen Prozess hat die Kirche sich neutral verhalten. Äh,
was die Minderheitsregierung betrifft? Sie ist eigentlich keine Minderheitsregierung im klassischen Sinne. In formaler Hinsicht ja. Die Opposition hat im jetzigen Parlament nicht die Mehrheit. Und die Regierung, die jetzt von Pashinyan gebildet worden ist, stützt sich auf eine Parlamentsminderheit. Insgesamt hat das gesamte Parlament hat das Bündnis Yelk und auch die Partei Daşnak Tsütsun und die Republikanische Partei. Die stimmen heute gemeinsam ab, und zwar in derselben Weise. Es ist also möglich gewesen, so eine Situation herbeizuführen, dass man bei der Beschlussfassung einen Konsensus herbeiführt. Und die Republikanische Partei, die bezeichnenderweise tritt die nicht gegen die neu gebildete Regierung auf. Außerdem hat es Verschiebungen in der Fraktion der Republikanischen Partei gegeben. Es gibt fast jeden Tag Austritte aus der Fraktion der Republikanischen Partei. Wenn ich mich nicht ganz irre, fehlen noch zwei Leute, die Fraktion verlassen müssen. Und es wird diese Fraktion nicht mehr geben. Man muss dazu noch bemerken, dass der Tsarukyan Daşink und eine andere Fraktion in der letzten Phase der Umwälzung Pashinyan ihn unterstützt haben. Pashinyan unterstützt haben. Es ist also gar nicht notwendig, dass jetzt tatsächlich die Mehrheitsverhältnisse in dem Parlament auf Parteibasis geändert werden müssen. Es ist auch verlautbart worden, dass noch in diesem Jahr Wahlen stattfinden sollen. Und dabei wird unterstrichen, man bevorzugt den Herbst, vielleicht irgendwann Oktober, November. Welche Gründe gibt es dafür, solche außerplanmäßigen Wahlen durchzuführen? Der eine Grund könnte sein, wenn das Regierungsprogramm nicht abgesegnet wird, ja, also wenn man auf künstliche Art und Weise organisiert, dass das Regierungsprogramm durchfällt, und wenn das Regierungsprogramm scheitert, das ist dann Grund genug, um das Parlament aufzulösen, und dann werden natürlich Neuwahlen notwendig.
was man so hört, sind die geneigt, das Regierungsprogramm anzunehmen. Es gibt noch eine andere Variation, ein anderes Szenario. Es kann auch sein, dass Pashinyan die Vertrauensfrage stellt. Und dass man sozusagen zu einem Konsensus kommt, keinen neuen Vorschlag zu machen über die Besetzung des Postens des Regierungschefs. Und wenn man keinen neuen Kandidaten dafür hat, wenn das zweimal hintereinander so durchgeführt, wenn zweimal ein Regierungschef nicht gewählt worden, dann wird das Parlament aufgelöst und dann müssen zwangsläufig Neuwahlen durchgeführt werden. Fragen gibt. So ein Ereignis ist so schwierig zu verstehen und letztlich so komplex, dass es gar nicht anders sein kann. Aber ich finde, es ist hier ziemlich heiß im Saal und ich glaube, wir sollten die Möglichkeit nutzen, diese Fragen informell zu besprechen, weil wir Sie einladen, alle ins Erdgeschoss, die Treppe runter zu einem Umtrunk. Da gibt es ein paar Getränke und ein paar Salzbrezeln, wenn ich es richtig weiß. Unsere Gäste sprechen nicht nur Armenisch, sondern auch Englisch oder Russisch. Ich habe mich sehr gefreut, hier so viel Armenisch einmal zu hören in der Heinrich-Böll-Stiftung. Das kommt auch nicht so häufig vor. Ich wünsche mir, dass wir noch oft Armenisch hören hier, sowohl linguistisch gemeint wie politisch gemeint, dass wir dranbleiben an einer spannenden politischen Entwicklung, die hoffentlich in die Richtung geht, die Sie sich hier vorne wünschen und vielleicht auch viele im Publikum sich wünschen. Ich bedanke mich bei allen ganz herzlich, vor allen Dingen bei unseren Gästen, die hierher aus Jerewan gekommen sind. Und natürlich, last but not least, bei unseren beiden Übersetzern, die eine sehr wichtige Arbeit heute Abend gemacht haben. Ich glaube, das war die Premiere einer Simultanübersetzung Armenisch-Deutsch in der Heinrich-Böll-Stiftung. Herzlichen Dank, herzliche Einladung ins Erdgeschoss. Applaus